Hallo, liebe Freunde von Real Mystery. Wie ich sehe, seid ihr auch wieder dabei. Das freut uns natürlich außerordentlich. Bevor wir mit der heutigen Geschichte beginnen, habe ich einen kleinen Aufruf an euch. Und zwar geht es darum, welche Themen ihr gerne hättet. Wenn es bestimmte Themen gibt, die ihr gerne einmal hier sehen würdet, dann schreibt sie uns doch in die Kommentare und wir suchen uns die besten davon raus. Und auch wenn ihr persönlich einmal Lust habt, mit uns zusammen ein Video zu machen, könnt ihr uns einfach hier über YouTube anschreiben oder natürlich auch über unsere Facebook-Gruppe und euch bei uns melden. So, das soll es jetzt aber erstmal gewesen sein. Beginnen wir mit der heutigen Geschichte, denn heute geht es um den Mottenmann. Der Mottenmann ist eine Kreatur, der man nachsagt, dass sie immer dann auftaucht, wenn ein großes Unglück bevorsteht. Und wenn wir hier schon auf unserem Kanal regelmäßig von exotischen Kreaturen berichten, dann gehört der Mottenmann definitiv auch dazu. Bei den Sichtungen dieser Wesenheit handelt es sich zum Glück um Vorkommnisse, die schon ausführlich durch Presse, Rundfunk und Fernsehen gingen. Sie waren zudem zahlreich und können nicht nur auf wenige Spinner zurückgeführt werden. Deswegen spare ich mir in diesem Artikel auch die Frage, ob wir es hier mit einem Fake zu tun haben. Denn ich und auch viele andere sind der Meinung, dass wir es hier zweifelsohne mit einem Geschehen zu tun haben, welches existiert, aber absolut nicht in unser Weltbild zu passen scheint. Das heißt, wir müssen offen dafür sein, unser Weltbild zu korrigieren. Hier haben wir es mit einer Wesenheit zu tun, die aller Wahrscheinlichkeit nicht von unserer Welt ist und deswegen auch an andere physikalische Bedingungen angepasst ist, wie zum Beispiel ein Vogel. Denn wie bekannt ist, kann der Mottenmann natürlich auch fliegen. Nun werden wir hier mit einer Wesenheit konfrontiert, die einerseits entfernt humanoide Züge aufweist und andererseits bewiesenermaßen fliegen kann. Ja, das können Engel auch, das ist richtig, aber zu meiner Rechtfertigung möchte ich sagen, dass das Wesen, um das es hier geht, mit dem klassischen Engel, wie zum Beispiel in diversen Bibelgeschichten, nichts gemein hat. Ich bin sicher, so einen Mottenmann würde man nicht mit einem Engel, der im Auftrage einer himmlischen Macht mit einer Botschaft zu den Menschen geschickt wird, assoziieren. Der Mottenmann wurde übrigens zu ganz unterschiedlichen Zeiten an ganz unterschiedlichen Orten gesichtet. Die meisten Schlagzeilen dürften in dem Jahr 1966 bis 1967 gekommen sein, denn damals hatten sich hunderte von Zeugen gemeldet. Sie hatten ihre Sichtungen vorwiegend in der Gegend am Ohio, wo die Silver Bridge den Fluss zwischen Point Pleasant und Gallipolis verbindet. Ich blende euch hier mal ein Bild ein. Dieses Bild gilt übrigens als echt und wurde von einem Ehepaar gemacht, welches mit seinem Hund einen Spaziergang machte. Um davon Bilder zu machen, hatten sie eine Kamera mit. Als sie zur Brücke kamen, sahen sie, wie oben in den Stahlstreben etwas zu klettern schien. Dann hielt dieses etwas inne, schaute sie an und flog davon. Währenddessen glückten zwei Fotos von dem Mottenmann. Auf dem zweiten Bild sieht man das Wesen schon im Abflug. Leider ist das Foto im Gegensatz zum ersten verwackelt. Wem wundert's? Auch scheint dieses Wesen vorzugsweise nachtaktiv zu sein, weswegen es meist in der Dunkelheit oder bestenfalls in der Dämmerung gesehen wurde. Da darf man sich nicht über zum Teil widersprüchliche Zeugenaussagen wundern, doch in einem sind sich alle einig. Es muss recht groß, 2 Meter und deutlich mehr gewesen sein und war mittels eigener Flügel in der Lage zu fliegen. Die Augen werden immer als rot leuchtend beschrieben, teilweise sogar als lichtabgebend und auch ein hypnotischer Blick findet Erwähnung. Aber nicht nur der Mottenmann wurde zu jener Zeit dort öfter gesehen, auch die Men in Black. Ja, die gibt es tatsächlich. Nicht so, wie man sie aus den Hollywood-Filmen kennt, aber es gibt sie. Wie gesagt, auch die Men in Black traten vermehrt in Erscheinung. Wen wundert's? Diese schwarzen Männer sind dafür bekannt, dass sie immer dort und dann auftraten, wenn Menschen etwas gesehen, fotografiert oder gefunden haben, was der Öffentlichkeit aus ihrer Sicht nicht bekannt werden darf. Ich möchte nicht wissen, wie viel Material sie schon durch ihre Aktivitäten konfisziert haben mögen. Sie sind Handlanger einer dunklen Macht,
Dafür wäre ihre schwarze Kleidung sogar symbolisch ganz passend, die mit allen Mitteln zu verhindern suchen, dass Menschen an Dinge geraten, die ihren Wissenshorizont erweitern könnten. Im Umkehrschluss ist also das vermehrte Auftreten der Men in Black immer auch ein Beweis dafür, dass die Geschehnisse echt sind. Natürlich gibt es nicht viele echte Fotos oder welche, die ich als echt bezeichnen würde von dem Mottenmann, aber ich versuche euch trotzdem hier mal ein paar Fotos nebenbei einzublenden, die natürlich nicht immer echt sind, zum Teil auch nur Skizzen, aber damit ihr mal einen Einblick oder eine Vorstellung davon habt, wie dieses Wesen denn so aussieht. In der Stadt Point Pleasant hat man dem Mottenmann sogar eine Statue oder eine Büste, wie man es auch nennen will, gewidmet. Doch was die dort dargestellte Wesenheit anbelangt, hat man sich wenig Mühe gegeben, sie getreu der Zeugenbeschreibung darzustellen. Bestenfalls sind die roten Augen dem Original nachempfunden. Die Flügel der Nachbildung ähneln eher einem Schmetterling. Aus meiner Sicht ziemlich peinlich. Und in eben dieser Stadt, Point Pleasant, stürzte am 15. Dezember 1967 die Silver Bridge ein. Und dabei starben fast 50 Menschen. Man brachte schnell den Mottenmann mit diesem Ereignis in Verbindung, denn genau hier wurde er sehr oft gesichtet. War der Mottenmann hier aufgetaucht, um auf dieses Unglück hinzuweisen? Zumindest verselbstständigt sich die Geschichte von dem Mottenmann schnell, der immer dort auftauchte, wo es wenig später zu großen Unglücken kommen sollte. So soll er auch in Tschernobyl gesichtet worden sein, kurz bevor es dort zur Katastrophe kam. Bei solchen Trittbrettfahrergeschichten sollte man aber eine gewisse Skepsis bewahren, denn ob diese wirklich wahr sind, darf ruhig angezweifelt werden. 1951 soll so ein Wesen über Chicago gesichtet worden sein. Wenig später gab es dort einen Erdbeben. Aber nicht nur in den USA hat der Mottenmann sich rumgetrieben. Er hat es sogar bis nach Deutschland geschafft. Und das ist noch gar nicht mal so lange her. Es war zwischen 2006 und 2009. Genau war das nicht zu ermitteln, aber in diesem Zeitraum. Und zwar in der Stadt Lübeck. Denn aus dieser Zeit stammt ein Bericht. Dieser Bericht ist von zwei Ehepaaren, die davon sprechen, in der Nähe einer Autobahn bzw. in der Nähe eines Friedhofs in Lübeck den Mottenmann gesehen zu haben. Zahlreiche Zeugen schwören mittlerweile auf die Existenz des Mottenmanns, der an verschiedenen Punkten in Deutschland gesichtet worden sein soll. Es liegen bereits über 100 Sichtungen vor, die Menschen im Alter zwischen 30 und 70 gemacht haben wollen. Wahrscheinlich wird auf die A1 Bezug genommen, die zwischen Lübeck Zentrum und Bad Schwartau ganz dicht am Vorwerker Friedhofsgelände vorbeiführt. Leider gibt diese Quelle keine Namen an, so dass man mit den Zeugen eventuell Kontakt aufnehmen könnte, um sie zu befragen. Ich muss zugeben, obwohl ich mich in manchen Dingen recht unerschrocken wähne, wäre ich in einer theoretischen Nahbegegnung mit solch einem Wesen wohl doch eher zu Tode erschrocken. Und doch muss ich an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass durch den Mottenmenschen zu keiner Zeit ein Mensch zu Schaden gekommen ist. Ihr Lieben, das war nur ein kurzer Auszug. Wenn ich ausführlich über den Mottenmann berichten würde, würde das den Rahmen des Videos sprengen und es würde wahrscheinlich stundenlang gehen. Was das Bildmaterial dieses Wesens angeht, das ist allerdings seltener. Da gibt es leider nicht ganz so viel zu finden. Aber interessant für uns wäre auch, wie ihr das seht. Glaubt ihr an den Mottenmann? Oder denkt ihr, das ist alles Spinnerei? Habt ihr ihn vielleicht selbst sogar schon einmal gesehen oder kennt ihr eine Geschichte über den Mottenmann? Ihr dürft sie uns gerne in die Kommentare schreiben, wir sind sehr gespannt darauf. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, fänden wir es super, wenn ihr uns das zeigen würdet, indem ihr uns einen Daumen nach oben gebt. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst es einfach sein. Natürlich dürft ihr uns auch jederzeit ein Abo dalassen, das würde uns auch sehr freuen. In diesem Sinne sagen wir einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal wünscht das Team von Real Mystery zu tun, die aller Wahrscheinlichkeit nicht von unserer Welt ist und deswegen auch an andere physikalische Bedingungen angepasst ist, wie zum Beispiel ein Vogel. Denn wie bekannt ist, kann der Mottenmann natürlich auch fliegen. Nun werden wir hier mit einer Wesenheit konfrontiert,
die einerseits entfernt humanoide Züge aufweist und andererseits bewiesenermaßen fliegen kann. Ja, das können Engel auch, das ist richtig, aber zu meiner Rechtfertigung möchte ich sagen, dass das Wesen, um das es hier geht, mit dem klassischen Engel, wie zum Beispiel in diversen Bibelgeschichten, nichts gemein hat. Ich bin sicher, so einen Mottenmann würde man nicht mit einem Engel, der im Auftrage einer himmlischen Macht mit einer Botschaft zu den Menschen geschickt wird, assoziieren. Der Mottenmann wurde übrigens zu ganz unterschiedlichen Zeiten an ganz unterschiedlichen Orten gesichtet. Die meisten Schlagzeilen dürften in dem Jahr 1966 bis 1967 gekommen sein, denn damals hatten sich hunderte von Zeugen gemeldet. Sie hatten ihre Sichtungen vorwiegend in der Gegend am Ohio, wo die Silver Bridge den Fluss zwischen Point Pleasant und Gallipolis verbindet. Ich blende euch hier mal ein Bild ein. Dieses Bild gilt übrigens als echt und wurde von einem Ehepaar gemacht, welches mit seinem Hund einen Spaziergang machte. Um davon Bilder zu machen, hatten sie eine Kamera mit. Als sie zur Brücke kamen, sahen sie, wie oben in den Stahlstreben etwas zu klettern schien. Dann hielt dieses etwas inne, schaute sie an und flog davon. Währenddessen glückten zwei Fotos von dem Mottenmann. Auf dem zweiten Bild sieht man das Wesen schon im Abflug. Leider ist das Foto im Gegensatz zum ersten verwackelt. Wem wundert's? Auch scheint dieses Wesen vorzugsweise nachtaktiv zu sein, weswegen es meist in der Dunkelheit oder bestenfalls in der Dämmerung gesehen wurde. Da darf man sich nicht über zum Teil widersprüchliche Zeugenaussagen wundern, doch in einem sind sich alle einig. Es muss recht groß, 2 Meter und deutlich mehr gewesen sein und war mittels eigener Flügel in der Lage zu fliegen. Die Augen werden immer als rot leuchtend beschrieben, teilweise sogar als lichtabgebend und auch ein hypnotischer Blick findet Erwähnung. Aber nicht nur der Mottenmann wurde zu jener Zeit dort öfter gesehen, auch die Men in Black. Ja, die gibt es tatsächlich. Nicht so, wie man sie aus den Hollywood-Filmen kennt, aber es gibt sie. Wie gesagt, auch die Men in Black traten vermehrt in Erscheinung. Wen wundert's? Diese schwarzen Männer sind dafür bekannt, dass sie immer dort und dann auftraten, wenn Menschen etwas gesehen, fotografiert oder gefunden haben, was der Öffentlichkeit aus ihrer Sicht abflog. Leider ist das Foto im Gegensatz zum ersten verwackelt. Wem wundert's? Auch scheint dieses Wesen vorzugsweise nachtaktiv zu sein, weswegen es meist in der Dunkelheit oder bestenfalls in der Dämmerung gesehen wurde. Da darf man sich nicht über zum Teil widersprüchliche Zeugenaussagen wundern, doch in einem sind sich alle einig. Es muss recht groß, 2 Meter und deutlich mehr gewesen sein und war mittels eigener Flügel in der Lage zu fliegen. Die Augen werden immer als rot leuchtend beschrieben, teilweise sogar als lichtabgebend und auch ein hypnotischer Blick findet Erwähnung. Aber nicht nur der Mottenmann wurde zu jener Zeit dort öfter gesehen, auch die Men in Black. Ja, die gibt es tatsächlich. Nicht so, wie man sie aus den Hollywood-Filmen kennt, aber es gibt sie. Wie gesagt, auch die Men in Black traten vermehrt in Erscheinung. Wen wundert's? Diese schwarzen Männer sind dafür bekannt, dass sie immer dort und dann auftraten, wenn Menschen etwas gesehen, fotografiert oder gefunden haben, was der Öffentlichkeit aus ihrer Sicht nicht bekannt werden darf. Ich möchte nicht wissen, wie viel Material sie schon durch ihre Aktivitäten konfisziert haben mögen. Sie sind Handlanger einer dunklen Macht. Dafür wäre ihre schwarze Kleidung sogar symbolisch ganz passend, die mit allen Mitteln zu verhindern suchen, dass Menschen an Dinge geraten, die ihren Wissenshorizont erweitern könnten. Im Umkehrschluss ist also das vermehrte Auftreten der Men in Black immer auch ein Beweis dafür, dass die Geschehnisse echt sind. Natürlich gibt es nicht viele echte Fotos oder welche, die ich als echt bezeichnen würde von dem Mottenmann, aber ich versuche euch trotzdem hier mal ein paar Fotos nebenbei einzublenden, die natürlich nicht immer echt sind, zum Teil auch nur Skizzen, aber damit ihr mal einen Einblick oder eine Vorstellung davon habt, wie dieses Wesen denn so aussieht. In der Stadt Point Pleasant hat man dem Mottenmann sogar eine Statue oder eine Büste, wie man es auch nennen will, gewidmet. Doch was die dort dargestellte Wesenheit anbelangt,
hat man sich wenig Mühe gegeben, sie getreu der Zeugenbeschreibung darzustellen. Bestenfalls sind die roten Augen dem Original nachempfunden. Die Flügel der Nachbildung ähneln eher einem Schmetterling. Aus meiner Sicht ziemlich peinlich. Und in eben dieser Stadt, Point Pleasant, stürzte am 15. Dezember 1967 die Silver Bridge ein. Und dabei starben fast 50 Menschen. Man brachte schnell den Mottenmann mit diesem Ereignis in Verbindung, denn genau hier wurde er sehr oft gesichtet. War der Mottenmann hier aufgetaucht, um auf dieses Unglück hinzuweisen? Zumindest verselbstständigt sich die Geschichte von dem Mottenmann schnell, der immer dort auftauchte, der Dämmerung gesehen wurde. Da darf man sich nicht über zum Teil widersprüchliche Zeugenaussagen wundern, doch in einem sind sich alle einig. Es muss recht groß, 2 Meter und deutlich mehr gewesen sein und war mittels eigener Flügel in der Lage zu fliegen. Die Augen werden immer als rot leuchtend beschrieben, teilweise sogar als lichtabgebend und auch ein hypnotischer Blick findet Erwähnung. Aber nicht nur der Mottenmann wurde zu jener Zeit dort öfter gesehen, auch die Men in Black. Ja, die gibt es tatsächlich. Nicht so, wie man sie aus den Hollywood-Filmen kennt, aber es gibt sie. Wie gesagt, auch die Men in Black traten vermehrt in Erscheinung. Wen wundert's? Diese schwarzen Männer sind dafür bekannt, dass sie immer dort und dann auftraten, wenn Menschen etwas gesehen, fotografiert oder gefunden haben, was der Öffentlichkeit aus ihrer Sicht nicht bekannt werden darf. Ich möchte nicht wissen, wie viel Material sie schon durch ihre Aktivitäten konfisziert haben mögen. Sie sind Handlanger einer dunklen Macht. Dafür wäre ihre schwarze Kleidung sogar symbolisch ganz passend. Die mit allen Mitteln zu verhindern suchen, dass Menschen an Dinge geraten, die ihren Wissenshorizont erweitern könnten. Im Umkehrschluss ist also das vermehrte Auftreten der Men in Black immer auch ein Beweis dafür, dass die Geschehnisse echt sind. Natürlich gibt es nicht viele echte Fotos oder welche, die ich als echt bezeichnen würde von dem Mottenmann, aber ich versuche euch trotzdem hier mal ein paar Fotos nebenbei einzublenden, die natürlich nicht immer echt sind, zum Teil auch nur Skizzen, aber damit ihr mal einen Einblick oder eine Vorstellung davon habt, wie dieses Wesen denn so aussieht. In der Stadt Point Pleasant hat man dem Mottenmann sogar eine Statue oder eine Büste, wie man es auch nennen will, gewidmet. Doch was die dort dargestellte Wesenheit anbelangt, hat man sich wenig Mühe gegeben, sie getreu der Zeugenbeschreibung darzustellen. Bestenfalls sind die roten Augen dem Original nachempfunden, die Flügel der Nachbildung ähneln eher einem Schmetterling. Aus meiner Sicht ziemlich peinlich. Und in eben dieser Stadt, Point Pleasant, stürzte am 15. Dezember 1967 die Silver Bridge ein. Und dabei starben fast 50 Menschen. Man brachte schnell den Mottenmann mit diesem Ereignis in Verbindung, denn genau hier wurde er sehr oft gesichtet. War der Mottenmann hier aufgetaucht, um auf dieses Unglück hinzuweisen? Zumindest verselbstständigt sich die Geschichte von dem Mottenmann schnell, der immer dort auftauchte, wo es wenig später zu großen Unglücken kommen sollte. So soll er auch in Tschernobyl gesichtet worden sein, kurz bevor es dort zur Katastrophe kam. Bei solchen Trittbrettfahrergeschichten sollte man aber eine gewisse Skepsis